Hey, heute möchte ich dir zeigen, wie du deinen Bogen reinigen kannst. Und zwar hat er ja öfter hier so braune Stellen oder schwarze Stellen. Das kommt daher, wenn man viel spielt, dass der Daumen ja quasi da dran ist. Und ja, jetzt geht es gerade noch bei diesem Bogen. Wenn ich jetzt auf den Mittelaltermärkten oder so unterwegs bin, viel draußen spiele, dann ist das wirklich manchmal auch richtig schwarz da. Ja, man hat da doch nicht immer so saubere Finger. Und es gibt einen ganz einfachen Trick, wie du deinen Bogen gut reinigen kannst. Dazu brauchst du einmal Spiritus, Brennspiritus. Also ich habe jetzt irgendeinen von einem Laden genommen. Spielt eigentlich keine so genaue Rolle, was für Brennspiritus es ist. Und Küchenrolle. Und mit diesen zwei Sachen bekomme ich meinen Bogen jetzt sauber. Das ist natürlich hochentzündlich und ich kann empfehlen, mach das draußen bei geöffnetem Fenster oder ja, auf jeden Fall nicht in der Nähe von entzündetem Feuer, so, weil, naja, einatmen würde ich jetzt auch nicht gerade, weil es ist eben hochentzündlich und auch diese Tücher kannst du dann nicht einfach in den Mülleimer werfen, sondern solltest du draußen aufbewahren, an einem Ort, wo sie nicht wegfliegen können. Ich klemme sie immer unter meinen Balkonstuhl zum Beispiel und lasse sie dort trocknen. Und wenn sie getrocknet sind, dann ist der Spiritus verdampft, laut meiner Information. Und dann kannst du es einfach wegwerfen. So, aber feucht nicht zu empfehlen, in den Mülleimer zu werfen, weil es wirklich sehr schnell in Flammen aufgeht. So. Genau. Also. Oh, es ist kalt. So, ich nehme ein Stück Küchenrolle und Brennspiritus. Man braucht nicht so viel. Also, naja, also ein bisschen schon. Ja, also ich nehme einfach ein bisschen, sehr vorsichtig lieber, nachhelfen als dass man es auskippt aus Versehen. So, wieder gut schließen. Dann nehme ich meinen Bogen und reibe es einfach damit sauber. Also ich gehe dann vorsichtig so auch ein bisschen zwischen die Haare. Und mein Bogen ist nicht gespannt. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Hinweis. Also ich habe den Bogen entspannt. Dann komme ich nämlich besser zwischen die Haare, mache das vorsichtig sauber und versuche nicht so viel davon einzuatmen. So, das kann man mit dem ganzen Bogenhaar machen. Und du wirst gleich sehen, dass der total glänzt und dann aussieht wie neu. Jetzt sieht er aus wie neu. Und eben, wie gesagt, ich lasse den jetzt noch ausdampfen. Also das Tuch kommt mir jetzt auf den Balkon, damit es trocknet und ich es dann entsorgen kann. Und den Bogen lasse ich auch ausdünsten, damit auf jeden Fall nichts passiert. Und ich zeige dir gleich noch das Ergebnis. Ich hoffe, dir hat dieses Tutorial weitergeholfen. Wenn du Fragen hast, kannst du mich gerne kontaktieren. Du kannst mich auf Instagram, Facebook, auf YouTube finden oder du guckst auf meiner Homepage vorbei, www.ninegies.de. Dort bin ich auf jeden Fall erreichbar für dich. Mach's gut!